Rowan ist überhaupt nicht erfreut darüber, dass wir den letzten Bosskampf so kläglich verloren haben. Jo, hi, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. In der letzten Folge wurden wir von einem großen bösen Schmetterling am Gipfel vom, was weiß ich, wieder Bergnummer hieß, fertig gemacht worden. Das fand ich nicht so gut. Ich habe schon wieder offscreen hier ein paar Dinge aufgelevelt und ich würde sagen, wir ballern die jetzt erstmal volle Möhre auf, damit wir uns passende, ja, Klamotten kaufen können. Ein Silberhaarreif. Okay. Ja. Was soll ich dazu sagen? Wir müssen uns irgendwie vorbereiten. Ich werde jetzt so gut wie möglich hier alles aufpumpen. Boah, Level 20. Ha, was sagst du dazu? Weisheitsring, Dunkelheitsumgang, gut Stiefel und Verbundsbären. Und Rabatte für viele Sachen. Und bessere Waffen. Beziehungsweise billigere Waffen brauchen wir auch. So, Blätter. Kommt, gib mir alles. Ich nehme alles. 20. Pfeilenklinge, solider Brecher und Rubinstab. Gut. Was noch? Lebensmittelländer. Ich vergesse sowieso immer alles zu kaufen. Genau, ich sollte vielleicht irgendwas kochen, bevor ich gegen den kämpfe. Na, vielleicht eine gute Idee. Ach, dafür sind die Dinger da. Okay. Ja, was kann ich noch hier kaufen? Den Rüstungsladen würde ich gerne aufballern. Zack. Weil mehr Verteidigung ist natürlich nicht schlecht. Von was habe ich denn noch viel? Für das andere würde sich das nicht lohnen. Verdammt! Und direkt schon wieder neue Waffen. Ich fasse es einfach nicht. Gleich ist unser Geld schon wieder weg. Zubehörländer. Zubehörladenkunde und Waffenladenkunde. So, aber ich will jetzt erstmal hier verbesserte Dinge haben. Für die Abwehr. Hier haben wir schon alles, ne? Na, ich weiß jetzt nicht, was hier alles schon billiger geworden ist und was nicht. Das ist natürlich das Problem. Ist da was? So. Ein Langmantel. Okay. Ich muss einfach alles hier rausholen. Ja, Mila ist so oft verreckt. Deswegen bekommt sie jetzt mal erst was Neues. Und Jude, du auch. So, und jetzt die ganzen Mützen. Da sind auch schon ein paar fällig. Ja, ihr habt noch. Du brauchst noch ein Ahmet. So, dann gucken wir uns mal bei Accessoires ein bisschen um. Da sollte ich vielleicht auch mal gucken. Was habe ich denn alles an Accessoires? Hier, Kriegeremblem zum Beispiel. Hallo? Physischer Angriff plus 5%. Geben wir ihn mal. Warte mal, Heiler am Sprung. Was war das? Also ja, also alles, was wir wahrscheinlich in diesem Part machen werden, ist ja uns ausrüsten für den Bosskampf. Intelligenz um 10, dunkler Leiter und steigt in P-Verteidigung. Ja, Stiefel könnte ich vielleicht gebrauchen für Jude, ne? Weil er ist hier so ein schneller Kämpfer. Hat er die jetzt ausgerüstet? Nee. Hallo? Hier, ausrüsten, Mann. Okay. Und jetzt gehen wir zu diesen beiden Mädchen, weil wir haben diese Kirschblütendinger gefunden. Gehen wir direkt ab. Und ich hoffe, wir kriegen auch was dafür. Weil wenn nicht, dann bin ich nicht amüsiert. Genauso wie Rowan. I brought what you asked for. Now show us the cute pink thing. This barely qualifies.
qualifies you as a pinkest amateur. Your next task is to bring us a peach elephant tusk. A peach elephant tusk? That sounds cute, but dangerous. Giving up so soon? Well, that's up to you. The way of the pinkest is not for the faint of heart. It's super not! This is proving more difficult than I had anticipated. You can do it, Elise. Okay, I'll look for a peach elephant tusk. Ja, wir müssen erstmal einen pinken Elefanten finden. Natürlich. Warum denn auch nicht? So. Genau, zur Taverne. Erstmal da heilen. Und dann hole ich mir auch mal ein paar Gerichte. Weil ich könnte mir vorstellen. Hey. Hey, bist du nicht das. Ja, egal. ja. Hier übernachten. Mal gucken, vielleicht komme ich ans Git oder was weiß ich. Weil sonst wüsste ich jetzt nicht, was ich noch machen müsste. Ich könnte offscreen leveln, aber... Naja, mal gucken. Jetzt suche ich mir erstmal ein Gericht für den Boss. Ach du Kacke. Boah, nee. Eine Erfahrung. 10 Kämpfe. Warte mal, das könnte doch nützlich sein. Und dann hier für 4 Kämpfe können wir beim Boss einsetzen, ne? Um 30%. 30% und... Aber Geld ist auch wichtig, ehrlich gesagt, in dem Spiel. Naja. B-Angriff und A-Angriff und A-Verteidigung. Nein, und B-Angriff. Okay. Kartoffelsalat. Habe ich schon. Oh, okay. Was noch dann? Schwierig. Inhaltskampf. Ja, nein. Nein. Obwohl, das ist eigentlich auch nicht schlecht. Mama. Ah, mit diesen Griechen kenne ich mich nicht aus. Ich hab mich noch nicht damit beschäftigt hiermit. Aber naja. Okay, wo geht's denn dann? Was ist hier überhaupt? Wenn ich da rausgehe, aber da komme ich wahrscheinlich nicht durch, ne? Das sieht schon so aus. Ich habe so das Gefühl, die Gegner sind hier voll stark. Oh, ich kann sogar hier durch. Wo komme ich da hinten hin? Nee, ich habe so das Gefühl, soll ich nicht hin. Deswegen gehe ich auch nicht hin. Wir gehen jetzt wieder zur Bermia-Schlucht. Bermia-Schlucht oder was weiß ich. Und ja, dann speichere ich mal hier. Und ich weiß nicht, soll ich jetzt offscreen leveln? Ich hatte irgendwelche Skits oder was weiß ich kommen und die werden euch vorenthalten. Das wäre nicht so toll, finde ich ehrlich gesagt. Aber naja, was soll ich machen? Dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part. Ciao!